Hallo und herzlich willkommen im neuen Schmiedeberg-Video. Heute leiten wir eine neue Serie auf unserem YouTube-Kanal ein, und zwar Videos aus unserer Schrauberhalle, aus der von uns liebevoll sogenannten Schmiede. Wir haben seit Dezember letzten Jahres 2020 diese hier hinter uns liegende Halle angemietet. Im damaligen Interview-Video im August letzten Jahres hat man das natürlich schon angekündigt, dass wir sowas planen, dass es dann so schnell gehen wird und so schnell auch Gestalt annimmt. Das konnte weder ich noch sonst irgendjemand ahnen. Wir freuen uns drüber und wollen euch auf diese Reise mitnehmen. Also bleibt dran. Gut, also letztlich ist es so, natürlich gehört zu einer Halle auch ein Vorplatz dazu, auf dem stehen wir gerade. Der fängt ungefähr da an, wo die Bordsteinkante ist, geht hinter euch nochmal ein paar Meter weiter, und eben hinter mir sind insgesamt 200 Quadratmeter, die wir frei nutzen können, so wie wir uns das vorstellen. Aktuell ist dieser Vorplatz noch ein reiner Schotterplatz, wird aber von uns noch einmal komplett durchgepflastert. Ja, weiter geht's mit der Halle selbst. Ihr seht sie. Die Fassade sieht aktuell nicht wunderschön aus. Klar, ist noch viel Arbeit, die vor uns liegt. Verputzen, streichen etc. pp. Wir wollen das ganze Layout farblich in Grau, Weiß und Schwarz halten. So wird auch die Fassade grau gestrichen und die Fenster und Türen und das Rolltor wird sehr wahrscheinlich schwarz werden. Ja, und die aktuelle Baustelle hier bei uns in der Schmiede ist im Prinzip die Eingangstür. Zum Zeitpunkt, als wir diese Halle angemietet haben, war eben die hier zu sehende Stahltür verbaut. Die ist natürlich Einbruchhemmung gleich null, weil die Bänder nach außen zeigen. Und Wärmedämmung ebenfalls gleich null, Stahltür ungedämmt, klar. Da geht die ganze Wärme nach draußen. Also war klar, die Tür muss raus. Was haben wir gemacht? eBay Kleinanzeigen auf, reingeguckt, eine Massivholztür gefunden, angeschrieben, für 80 Euro, Bing, gekauft. Also, zeige ich euch, Stahltür, diese hier, fliegt raus. Dafür kommt rein, sind wir gerade dabei. Diese Massivholztür ist eine Hauseingangstür, ist auch jetzt dann richtig herum montiert, so wie sich das gehört, mit Bändern nach innen. Tür geht also auch nach innen auf, so wie es sein muss. Ja, was soll ich dazu sagen? Was machst du denn jetzt hier gerade, Dominik? Ja, ich mache gerade mit Ütungstein außen die Mauer zu. Wir haben den Schutz nach oben gesetzt, weil das war die Höhe der alten Türe. Und die neue Türe ist etwas höher auch. Wir haben den Stutz, den Betonstutz, der drin war, etwas höher gesetzt. Verkleiden von außen jetzt mit Ütungsteine durch den für den höheren Dämmwert das Mauerwerk und werden es dann von innen noch schön machen, genau. Ja, also aktueller Plan. Dank so fleißigen Helfern wie dem Dominik, der hier unter widrigsten Bedingungen bei miesem Regenwetter sich hinstellt und mauert und verputzt, wird auch dieses Projekt mit relativ wenig Geldaufwand in relativ schneller Zeit fertiggestellt werden. Der Dominik ist übrigens mit Sicherheit noch öfter in unseren Videos zu sehen, weil er nicht nur bei der Verwirklichung dieser Bauarbeiten an unserer Schmiede tatkräftig hilft, sondern eben auch sehr interessante und aufregende, unterhaltsame, will ich fast sagen, Schraubeprojekte hat und Autos fährt, die zeigenswert sind. Und deswegen wird der Dominik, da oben ist er, noch öfter für euch hier auf unserem YouTube-Kanal zu sehen sein. Dieses Massivholz ist relativ schwer. Wunderschöner Stahlgriff, Sicherheitsschloss, so muss das sein. Ja, wie gesagt, die Tür, die Fenster und auch das Rolltor werden sehr wahrscheinlich von uns schwarz lackiert. Die Fassade außen wird grau lackiert.
bzw. gestrichen. Und dann das restliche Layout in der Halle erkläre ich euch sofort. 3 Stunden später. Und aus sofort wurde einige Stunden später. Mittlerweile ist es dunkel, spät am Abend, wie das halt immer so ist. Jetzt befinden wir uns hier in der Schraubehalle im Teil der Schmiede, wo eben die Projekte geschraubt werden. Und hier nebenan ist der Aufenthaltsraum, in dem wir uns gerade eben noch befunden haben. Dort wird also die Chill Lounge entstehen. Und hier sehen wir jetzt also den aktuellen Stand unserer Schraubehalle. Da sehen wir das Rolltor von innen, die neu verputzte Ecke, die vorher also nass gewesen ist. Hier kann man mal so ungefähr erahnen, wie groß die Halle ist. Es sind insgesamt 340 Quadratmeter, die uns hier zur Verfügung stehen. Wir haben 2 Hebebühnen, 2 Kompressoren, verschiedene Werkzeuge und Maschinen, Werkstattwegen und dergleichen mehr. Insgesamt ist es halt der aktuelle Stand der Dinge, den ihr jetzt gesehen habt. Es ist noch viel Arbeit vor uns. Es müssen noch einige Dinge verschönert werden, renoviert werden, aufgehübscht werden. Die Wände werden gestrichen in Grau und Weiß. Die Balken werden ebenfalls in Grau gestrichen werden. Die Decke muss noch teilweise verkleidet werden. Ansonsten gibt es eben noch einiges an Equipment zu beschaffen. Da sind wir gerade auch im Gespräch mit dem ein oder anderen Werkstattausstatter über verschiedene Möglichkeiten, die man da machen kann. Ansonsten seht ihr hier im Hintergrund hinter mir verschiedene Fahrzeuge schon stehen von unseren Mitschraubern, Daily-Fahrzeuge, Projektfahrzeuge, alles Mögliche, was hier so steht. Die ein oder anderen Projekte werden entsprechend jetzt dann auch vorgestellt in den folgenden Videos und die könnt ihr sehen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Das soll es auch schon gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr bleibt dabei. Die nächsten Projekte werden sehr interessant. Es werden Langzeitprojekte vorgestellt, die diesen YouTube-Kanal über mehrere Monate begleiten werden. Und zwischendrin kommen auch die ein oder anderen Videos von kleineren Umbauten wie Fahrwerkseinbauten. Das ein oder andere Fahrzeug soll dem Boden etwas näher kommen. Das werden wir euch zeigen. Wir nehmen euch mit auf der Reise. Bleibt dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.